Ich habe eine Fritzbox Cable 6500 und eine Fritz Decksteckdose. Die will ich jetzt miteinander koppeln. Wichtig ist bei eurer Fritzbox, die muss eine Deckbasisstation haben. Ob sie das hat, könnt ihr entweder an dem Deck-Button erkennen oder ihr schaut einfach mal ins Handbuch rein. Sind die Voraussetzungen erfüllt, braucht die Fritz Decksteckdose als erstes mal Strom. Dazu habe ich mir hier ein Kabel hingelegt. Stecke ich einmal rein und jetzt müssen wir einmal abwarten, bis die hochgefahren ist. Ich warte da immer ein paar Sekündchen, aber jetzt ist sie, denke ich mal, betriebsbereit und laut Anleitung müssen wir hier einmal 6 Sekunden drauf drücken. Die blinkt jetzt ganz schnell, wir drücken jetzt mal die 6 Sekunden drauf. Ich hoffe, man kann die Blinkfrequenz erkennen. Jetzt seht ihr, dass sich da was geändert hat. Ist kurz irgendwie gestoppt, oben beim Power. Und jetzt müssen wir das gleiche hier an der Fritzbox machen, auch einfach mal 6 Sekunden die Deck-Taste gedrückt halten. Hier oben habe ich ja auch den Blinker verdeckt. Ich sollte jetzt also gleich sehen, wenn sich da was tut. Jetzt fängt er auch das Blinken an. Und jetzt hoffen wir mal, dass die beiden sich finden. Das war's schon. Jetzt haben die sich gefunden. Deck leuchtet durchgängig. Damit sind die jetzt gekoppelt. Zu der Fritz-Decksteckdose habe ich auch ein paar andere Videos gemacht. Schaut dazu einfach mal im Abspann. Da blende ich euch ein paar Videos ein.